Wir haben uns das letzte Mal eine Reihe von Beispielen angeschaut für Grammatiken. Und was ich Ihnen noch schulde, ist ein Beispiel für eine Grammatik, die aus der obersten Kategorie ist, Typ 0, aber nicht Typ 1. Das zeige ich Ihnen jetzt. Da werden wir aber gar nicht so im Detail drauf eingehen. Diese Typ 0 Grammatiken sind sehr kompliziert und wir werden auch nicht so einfach in der Lage sein, zum Beispiel zu erkennen, welche Sprache dazugehört und andere Dinge. Es geht eigentlich nur erstmal darum, überhaupt mal zu sehen, wie so ein Ding aussehen könnte und was es unterscheidet von den Grammatiken, die wir bisher uns schon angeschaut haben. Das wäre, also das ist, glaube ich, immer noch 203. Beispiel für Typ 0. Ja, ich schreibe, das ist ein Ding, das ich mir ausgedacht habe, um das nur mal zu demonstrieren. Das hat jetzt also keine besondere Bedeutung ansonsten und erzeugt auch nicht eine ganz besondere tolle Sprache. Wenn überhaupt, dann ist es geeignet zu zeigen, wo die Komplexitäten liegen bei solchen Grammatiken. Vielleicht fangen wir zur Übung nochmal damit an, dass Sie erstmal sagen, was hier überhaupt die nicht-terminalen und was die terminalen Zeichen sind. Also 0 und 1 sind die terminalen Zeichen. Das heißt, wir erzeugen Wörter über der Sprache, die wir schon oft benutzt haben, die nur aus 0 und 1 besteht. Und was sind die nicht-terminalen? S und T sind die nicht-terminalen Zeichen. Ne? Kann ich vielleicht nochmal hinschreiben. Die nicht-terminalen sind S und T. Die Terminalen, hatten wir, glaube ich, T zugesagt, sind 0 und 1. Das ist also unser Alphabet, was wir sonst auch häufig so genannt haben. Oder wir haben im Zusammenhang mit Automaten, haben wir da auch I für. Wir haben da schon verschiedene Bezeichnungen für gehabt. Und dann brauchen wir in der Grammatik ja auch immer ein Staatssymbol. Da hatten wir gesagt, wenn wir nichts weiter sagen, ist das S das Staatssymbol. Das ist hier auch so gemeint. Wir legen also hier oben los. Und die Produktionen stehen ja hier. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Produktionen. Dann würde ich, bevor ich Ihnen vielleicht mal eine Beispielableitung zeige, zunächst mal von Ihnen wissen, warum das denn hier keine Typ-1-Grammatik ist. Ganz simpel, links stehen mehr Zeichen als rechts, darum ist es keine Typ-1-Grammatik. Typ-1-Grammatiken dürfen nur an einer einzigen Stelle links mehr Zeichen als rechts haben, nämlich hier bei dieser Epsilon-Ausnahme. Aber hier ist, das ist keine Epsilon-Ausnahme, darum ist das keine Typ-1-Grammatik. Es ist erst recht keine Typ-2-Grammatik, es ist erst recht keine Typ-3-Grammatik, das hatten wir uns ja schon überlegt. Wir können aber nochmal spezifisch hier gucken. Typ 2 würde bedeuten, hier links steht immer nur ein nicht-terminales Zeichen. Das ist ja ganz offensichtlich, dass das nicht der Fall ist. Und Typ 3 würde noch mehr bedeuten, dass nämlich nicht nur links immer genau ein nicht-terminales Zeichen steht, sondern dass rechts die von einer ganz bestimmten Sorte sind, die Produktion, dass da nämlich immer zwei Zeichen sind, ein terminales, ein nicht-terminales. Das ist alles hier nicht der Fall. Das ist also die komplizierteste Art von Grammatik, die mit den wenigsten Einschränkungen. Da darf passieren, was immer man will. Und jetzt schreibe ich Ihnen mal irgendeine ganz seltsame Ableitung hin. Wie gesagt, das hat keine weitere Bedeutung, diese Sprache. Es geht nur darum zu zeigen, wie verwirrend bei so einer Grammatik ohne irgendwelche Regeln die Ableitungen werden können. Und dass man da ziemlich leicht den Überblick verlieren kann und sich zum Beispiel auch überlegen kann, warum so ein Programm wie JFLAT mit sowas nicht klarkommt. Ja, warum das nicht einfach mal eben vom Hingucken sofort sagen kann, das Ding kann man ableiten oder nicht. Während das bei den einfachen Sprachen tatsächlich ja möglich ist. Also ich fange mal an. 110 S11. Das wäre diese hier gewesen. Damit wollte ich anfangen. Und dann ersetzen wir nochmal das S. Und im nächsten Schritt geht es also jetzt los mit 110. Und dann nehme ich jetzt diese hier. 01 S00. Und jetzt muss ich die beiden Einsen noch dahinter schreiben. Und dann möchte ich nochmal eine S-Produktion anwenden. Das heißt, ich muss im ersten Schritt
den Anfang abschreiben, 11001, 11001. Jetzt kommt die Produktion, die ich anwenden möchte. Und da möchte ich anwenden, ich glaube nochmal die letzte, ja, diese hier. 110S11. Und jetzt muss ich das hier hinter nochmal wieder alles hinschreiben, 0011. Und jetzt ein letztes Mal noch eine Produktion, bei der das S ersetzt wird. 11001110. Jetzt kommt der Ersetzungsschritt. Dann nehme ich jetzt die Produktion, die ich gerade weggescrollt habe, die erste. 1S101. Und dann schreibe ich den Kram hier hinten ab. 110011. So. Wenn Sie jetzt mal schauen, was ich hier erzeugt habe, dann haben Sie gesehen, dass ich mit sehr irregulären Produktionen hier vorne, die das Ding auf eine komische Art und Weise immer länger gemacht haben, jetzt was Symmetrisches erzeugt habe. Das war natürlich von vornherein mein Ziel. Ich habe jetzt hier wieder was, was von vorne wie von hinten gleich aussieht. 110011, wenn ich nach außen gehe. Und die Regeln hier, die sind natürlich alle so gebaut, dass ich die jetzt wieder alle wegnehmen kann. Ja, also ich darf zum Beispiel aus 1S1 ein T machen und dann darf ich aus 0T0 ein T machen und dann verschwinden langsam die ganzen Sachen immer paarweise. Ich fange damit vielleicht mal an. Hier in der Mitte steht jetzt 1S1, dann kann ich diese Produktion hier anwenden und ein T draus machen. 1S1. Das würde dann so aussehen im nächsten Schritt, ziemlich viel Schreibarbeit. 1100110. Hierfür steht jetzt ein T. Und dann geht es hier weiter mit 01110011. Und ein Schritt vielleicht noch, das gleiche mache ich jetzt mit dem 0T0 hier. Dafür habe ich hier eine Produktion, die daraus wieder ein T macht. 1100111. Das ganze Ding verschwindet, da wird ein T draus. 11100011. Naja, und da schreibe ich jetzt mal und so weiter. Das geht jetzt immer so weiter. Ich nehme immer Stücke hier raus, bis am Ende nur noch ein T da ist. Und das Ding wird dann zu Epsilon. Was ich Ihnen hiermit zeigen wollte, ist eigentlich nur, dass Sie vom Startsymbol zum Beispiel das leere Wort erzeugen können, dass das aber an der Grammatik überhaupt nicht offensichtlich ist. Ja? Das ist im Gegensatz zu den anderen Sprachen nicht so, dass man das Ding mal eben überblicken kann und eine Idee davon hat, was da passiert, sondern das sieht auf den ersten Blick total kompliziert aus, obwohl es nur eine Handvoll Produktionen sind. Und erst durch Rumprobieren oder weil das halt bösartigerweise so gebaut wurde, sieht man, dass man sowas hinbekommen kann. Das ist die Komplexität, die man sich dadurch einhandelt, dass es keine Restriktionen für die Grammatik gibt. Und bevor wir da noch ein bisschen weiter mit üben, will ich mal folgende Frage stellen. Ich will noch mal erinnern, also wir nehmen uns mal ein festes Alphabet vor. Festes Alphabet. Das hier. Also nicht das hier, sondern wir nehmen uns irgendein festes Alphabet vor. Stellen Sie sich vor, das ist das 01, mit dem wir immer gearbeitet haben, oder das Alphabet mit den 26 Buchstaben oder was auch immer. Und Sie entsinnen sich ja noch, was nach der Definition überhaupt eine Sprache war. Also eine Sprache über diesem Alphabet ist, was war das nochmal? Wenn ich Sie jetzt fragen würde in der Klausur, was ist eine Sprache über diesem Alphabet? Wie ist das definiert? Eine Sprache über dem Alphabet Sigma ist irgendeine Teilmenge hiervon. Von dem her, ja. Das kann sein, was immer es will. Das kann die leere Menge sein, das kann die ganze Menge sein, irgendwas dazwischen. Wir haben schon viele Beispiele gesehen, aber insbesondere haben wir natürlich viele Beispiele noch nicht gesehen dafür, was Sprachen sein können. Ich stelle Ihnen die Frage deswegen. Ich wollte erst noch mal klarstellen, dass wir alle über dasselbe reden, also was überhaupt eine Sprache ist. Ich würde gerne von Ihnen Folgendes wissen. Was meinen Sie? Wir haben ja jetzt gesehen, dass man Sprachen durch Grammatiken beschreiben kann. Und wir haben gerade jetzt eben zum Schluss gesehen mit diesen Typ 0 Grammatiken, dass man ziemlich konfuse, wirre Dinge bauen kann. Darum jetzt nur mal so vom Gefühl her, dann gibt es Sprachen,
die man nicht durch eine Grammatik beschreiben kann. Was meinen Sie? Ja. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Sprachen sich nicht durch eine Grammatik beschreiben lassen. Und der Grund dafür ist einer, der zu tun hat mit Dingen, die wir in der Mengenlehre mal gemacht haben, also mit Überlegungen darüber, wie groß die Mengen sind, um die es eigentlich geht. Ich sage Ihnen erstmal ganz knapp in einem Satz die Antwort. Natürlich ist die Menge aller Sprachen unendlich groß und die Menge aller Grammatiken ist auch unendlich groß. Die Menge aller möglichen Grammatiken ist aber nur abzählbar. Die Menge aller Sprachen ist überabzählbar. Das heißt, diese beiden Mengen stehen in einem Mengenverhältnis zueinander, wie zum Beispiel die Menge der natürlichen Zahlen und die Menge der reellen Zahlen. Es gibt also so viele Sprachen, wie es reelle Zahlen gibt. Es gibt aber nur so viele Grammatiken, wie es natürliche Zahlen gibt. Darum sind die meisten Sprachen nicht durch eine Grammatik beschreibbar. Ich versuche Ihnen das mal ganz grob zu skizzieren, wie man sich sowas überlegt, wenn Sie sich noch so vage erinnern an die Sachen über Abzählbarkeit und so weiter aus den Mathevorlesungen. Vier Zutaten brauche ich, um eine Grammatik zu beschreiben. Ich brauche die Menge der nicht-terminalen Symbole, die Menge der terminalen Symbole, die Menge der Produktion. Ich brauche noch ein Startsymbol. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie viele Möglichkeiten gibt es, das zu kombinieren? Sie haben so eine ähnliche Frage schon mal gehabt in den Hausaufgaben. So eine Frage nach, wie viele Möglichkeiten gibt es? Da ging es aber um endlich viele. Aber da, wenn Sie über diese Sachen nachgedacht haben, dann haben Sie so eine ganz grobe Idee, wie man an sowas rangeht. Ich will das wirklich nur ganz, ganz vage skizzieren. Es war so gemeint, dass wir die Menge der terminalen Symbole festhalten. Das ist also unser Sigma. Hierfür gibt es nur eine Möglichkeit. Wie viele Möglichkeiten gibt es, Alphabete auszuwählen für die nicht-terminalen Symbole? Im Prinzip unendlich viele. Da gibt es überhaupt keine Einschränkung. Da lassen wir ja alles zu. Aber natürlich ist es zum Beispiel, wenn Sie eine Grammatik haben, in der Ihre nicht-terminalen Symbole S und T heißen. Und Sie haben eine andere Grammatik, in der Ihre nicht-terminalen Symbole S1 und S2 heißen. Ansonsten ist aber alles gleich. Erzeugen natürlich diese beiden Grammatiken dieselbe Sprache. Ja? Das heißt, nicht jede Möglichkeit, eine andere Menge für n auszuwählen, erzeugt Ihnen automatisch eine neue Grammatik, sondern eigentlich unterscheiden sich verschiedene Auswahlen für n nur durch die Anzahl der Zeichen, die Sie hier haben. Ansonsten können Sie die einfach miteinander vertauschen. Wir können also hier einfach so tun, als würden wir die endlichen Teilmengen von zum Beispiel der Menge der natürlichen Zahlen betrachten. Also wir sagen einmal, die einfachste Lösung für S ist, dass das nur für n ist, dass das nur aus einem Symbol besteht, oder die zweiteinfachste ist, dass es aus zwei Symbolen besteht und so weiter. Das sind zwar ziemlich viele, aber es sind nur abzählbar viele. Ich kann die alle abzählen. Sie entsinnen sich an Abzählen. Also kann ich hier hinschreiben, abzählbar viele. Vielleicht entsinnen Sie sich noch, dafür schreibt man so ein Aleph 0 hin. Brauchen Sie sich nicht zu merken, brauchen Sie auch nicht abzuschreiben, aber nur damit Sie mal so eine Idee dafür bekommen. Wie viele Möglichkeiten habe ich, mir ein Startsymbol auszuwählen? Da wähle ich ein Symbol aus n aus und weil in n immer nur abzählbar viele drin sein können, insgesamt, kann ich natürlich hier auch nur abzählbar viele Möglichkeiten haben, eins auszuwählen. Ist also auch nicht so dramatisch. Die einzige Sache, die vielleicht ein bisschen Gehirnschmalz erfordert, wenn man sich mit sowas auskennt, ist, wie viele Produktionen kann es geben? Und da hatten wir ja diese komische Formulierung, wir betrachten endliche Teilmengen von, ich schreibe das nochmal hin, das hier steht im Skript, brauchen Sie nicht nochmal abzuschreiben, bei der Definition von Grammatik, von diesem komischen Ding hier, so sehen Produktionen aus. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie viele verschiedene endliche Teilmengen von so einer Menge gibt es. Und da könnte man natürlich erstmal sagen, oh Gott, das kann ja unglaublich groß werden, weil Stern ja immer schon heißt, dass es unendlich wird. Und da will ich jetzt nicht so weit ins Detail gehen. Also die Überlegung ist, wenn ich ein endliches Alphabet habe, und Alphabete sind ja immer endlich, und ich bilde diesen Clean-Stern, dann kann ich die damit erzeugten Wörter immer noch alle der Reihe nach aufzählen. Ich kann anfangen, das haben wir sogar schon mal gemacht,
Ich kann anfangen mit dem einen Wort der Länge 0, dann kommen alle Wörter der Länge 1, dann kommen alle Wörter der Länge 2 und so weiter. Das heißt, diese Mengen sind alle abzählbar. Und wenn ich davon sowas wie Kreuzprodukte bilde, Cantors erstes Diagonalargument, bleiben die alle abzählbar. Und wenn ich davon endliche Teilmengen bilde, bleiben die auch immer noch abzählbar, weil ich die ja auch alle schön der Reihe nach aufzählen kann, die endlichen Teilmengen. Erst die einelementigen, dann die zweielementigen und so weiter. Also dieser ganze Trumm hier, der erstmal ziemlich kompliziert aussieht, ist gar nicht so kompliziert, wenn es darum geht, wie viel das sein können. Das sind auch nur in Häkchen abzählbar viele. Und was wir jetzt hier haben, ist abzählbar mal abzählbar mal abzählbar. Und das ist immer noch abzählbar. Wenn Sie damit ein bisschen Erfahrung haben, solche Argumente kommen in der theoretischen Informatik öfter, dann werden Sie relativ schnell überblicken, wann irgendwas abzählbar ist oder nicht. Das hängt immer damit zusammen, wie Sachen gebildet werden. Und was wir hier sehen ist, obwohl man ziemlich viele Wahlmöglichkeiten hat, dabei eine Grammatik zu bilden, kommt man im Endeffekt nur auf abzählbar viele. Wenn ich mir aber überlege, wie viele Sprachen es geben könnte, dann ist die Überlegung, das hier ist schon eine unendliche Menge und die Menge aller Sprachen ist ja die Potenzmenge davon. Also wenn diese Menge ist unendlich, die hat die Mächtigkeit Aleph 0 und diese Menge hier ist größer. Das ist der Satz von Cantor. Der war auch ganz einfach, den haben wir sogar bewiesen in der Mathe-Vorlesung. Dafür würden die Mathematiker schreiben, diese Menge hat die Mächtigkeit 2 hoch Aleph 0. Das müssen Sie nicht wissen, was das bedeutet. Wichtig ist nur, das ist größer. Das hier rechts sind viel mehr als hier links. Und das bedeutet das, was ich eben schon gesagt habe. Es gibt viel mehr Sprachen, als es Grammatiken gibt. Das heißt, die meisten Sprachen sind welche, die man nicht durch Grammatiken beschreiben kann. Wir werden am Ende der Vorlesung Sprachen sehen, und zwar konkrete Sprachen. Nicht, also dies ist ja ein Argument, in dem es um Mächtigkeiten geht. Und hier sage ich Ihnen zwar, es muss solche Sprachen geben, sogar ziemlich viele. Ich sage Ihnen aber nicht, wie so eine aussieht. Und das kann ich auch mit diesem Argument nicht. Ja? Das ist also im gewissen Sinne ein bisschen unbefriedigend. Ich sage zwar, es muss ganz viele Sprachen geben, für die es keine Grammatik gibt, ich kann Ihnen aber keine nennen. Jetzt sagen Sie, okay, das ist ein ziemlich theoretisches Argument. Wäre doch schön, wenn Sie mir mal so ein Ding nennen könnten. Warten Sie bis zum Ende der Vorlesung, weil wir dann mehrere Sprachen sehen werden, die man nicht mit einer Turing-Maschine akzeptieren kann. Und wenn sie nicht von einer Turing-Maschine akzeptiert werden können, dann kann man dafür auch keine Grammatik schreiben. Das können Sie schon mal merken. Und dann sehen Sie also konkret Beispiele dafür, wie solche Sprachen.